Hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen, wir sind ja auf der IFA und heute sind wir bei der Firma Goyot-Chazot aus Frankreich. Mit wunderschönen Stegmessern, die wir schon im Programm haben, aber auch mit tollen Taschenmessern. Und die haben jetzt noch eine Firma übernommen aus Frankreich, die, ich sag mal so, das gehobene Pendant zum Schweizer Taschenmesser machen. Und das schauen wir uns gleich mal nach dem Intro an. Wir wollen uns mal angucken, was haben wir denn Neues da auf der Messe? Was ist mit den schönen Messern von den Kollegen, die leider aufgehört haben? Auch ein Modell, was ich noch gar nicht kannte, obwohl ich ja schon lange dabei bin. Wahrscheinlich älteres Ehepaar war schon lange nicht mehr auf Messe in Deutschland und ich bin so selten in Frankreich auf Messe. Starten tun wir aber mit einem Modell, was der Chef selber entwickelt hat, weil er ist leidenschaftlicher Motorradfahrer, aber da kannst du uns ja mehr zu sagen. Also ich vertrete ja jetzt die Marke nur in Deutschland, aber der Inhaber, der Chef, ist in der Tat leidenschaftlicher Motorradfahrer und hat gesagt, mir fehlt eigentlich für unsere Ausflüge mit der Ducati so das ideale Messer. Ein sportliches, mit Charakter, was schnittig daherkommt, einen massiven Griff hat und wo dann auch nochmal irgendwie so was Praktisches dabei ist wie ein Flaschenöffner. Und so ist es 750er entstanden. Der Name weckt Assoziationen zu 750er Ducati. Und das sehen wir uns jetzt, wenn wir direkt drauf gucken, auch das ist entsprechend schnittig und sportlich gestaltet. Und es hat keinen normalen Flaschenöffner, sondern eigentlich eher den typischen Männerflaschenöffner. Also schnittig in der Form, leicht in der Handhabung. Das gibt es jetzt in ein paar verschiedenen Holzarten. Das, was wir hier sehen, ist Grenadillholz, was immer besonders lebt durch den Kontrast. Das kann einerseits ganz schwarz sein, aber dann auch eben hier gemischt im gleichen Holz. Eine andere Variante wäre Wacholder oder in Wacholder, Olive, Birke oder Nussbaum. Büffelhorn, Kruste. Oder Rinderhorn aus der Spitze oder Hirschhorn. Ja. Preislich liegen die alle so zwischen, je nach Holz oder Horn, zwischen 180 und 230, 240 Euro. VK. Also in Deutschland mit unserer schönen Steuer und all den Geschichten dabei. Genau. Ja. Dann ist ja die Firma auch bekannt für ihre Kehrtaschenmesser, die wir ja in verschiedenen Varianten haben. Da gibt es ja auch noch mal was Besonderes. Die haben sich irgendwie was sichern lassen von einem Haus, aber das schauen wir uns gleich mal an. Ja. Da kann ich noch ein bisschen was zu erzählen. Also beim Kehrmesser generell ist das Wichtige, das ist ein Messer, was von der Messerschmiede Zunft vor 27 Jahren kreiert wurde, ungefähr. Und wo dringend eingehalten werden muss, dass es ein Schmied aus Thiers herstellt, dass er nur Materialien verwendet, die sich in Thiers finden. Und wenn da kein Ebenholz wächst, dann muss es ein Händler aus Thiers beziehen. Okay. Und es wird halt sehr darauf geachtet, dass die Handwerkskunst erhalten bleibt in der Region. Ja. Also im Gegensatz zu anderen Messern, die man auch als offizielles typisches Messer kaufen kann, aber was aus China kommt, kommt ein Tier immer von einem Messerschmied aus Tier. Da achtet auch ein Zunft-Aufsichtsrat in Anführungszeichen drauf, wenn wir ein neues Tiermesser einführen wollen, dann wird es erst vom Rat genehmigt. Und wenn dem das nicht passt, weil da irgendwas falsch gemacht ist, wird es auch nicht autorisiert. Okay, wer sitzt da in dem Rat? Sind das dann die anderen Messerschmiede oder ist das... Das ist so ein gewähltes Gremium von der Zunft. Da sitzen, ich glaube, 6 oder 8 in der Bruderschaft. Also so wie bei uns jetzt der Obermeister? Ja, also okay. So eine richtig mittelalterliche, nach mittelalterlichem Vorbild. Und jetzt von Goyot-Chazot beispielsweise musste Magali als Nachfolgerin im Betrieb, die musste auch erst in den Rat in den Kreis aufgenommen werden. Und das war für eine Frau jetzt auch nicht einfach, also da muss man schon ein bisschen Kompetenz und Know-how mitbringen. So ist er aufgenommen worden und muss aber heute vor dem Ausschuss dann präsentieren und erklären, warum sie dieses Messer so im Detail gestalten will. Das geht sehr, sehr streng zu da. Okay.
Okay. Kann man sich auch auf einem schönen YouTube-Video oder Film angucken. Interessante Geschichte. So ist also ein Tier immer ein echtes, handwerklich gefertigtes Messer. Und bei uns gibt es jetzt dann so für unterschiedliche Varianten, würde ich sagen, die gucken wir uns mal an. Die schauen wir uns mal an. Ich schwenke euch mal wieder runter. Da haben wir die schönen Stücke. Also es sind quasi vier Varianten. Ja, ich fange mal mit dem einfachsten an. Das ist ein Vollholzheft. So das klassische Modell. Das klassische Modell. Relativ nüchtern im Design. Und das Pendant dazu gibt es in Voll-Edelstahl-Ausführung. Das ursprünglich als der Markenmesser praktisch zum Schutz deponierte, war auch so ein Voll-Inox-Version. Und dann geht es natürlich weiter über 12 oder x Holzvarianten und verschiedene Hornvarianten bis zu einem Warzenschwein-Stoßzahn. Das ist dann auch das aufwendigste und teuerste. Da liegt man so bei 500 Euro mal schnell. Darüber gibt es dann nur noch Sammlermesser für ein paar Tausend. Aber man kann das auch in klein haben, auch in Holzausführung, wie hier die 10 cm Variante. Zu dem Edelstahl nochmal. Man muss natürlich dazu sagen, das Thiers ist jetzt nicht wie das Lagiol, ein Messer, was es schon 200 Jahre gibt, sondern das wurde ja in den 90ern ist das ja Mitte entstanden. Der 90er grob, ja. Deswegen ja. War das dann da mehr so in diesem Edelstahlstil als wie jetzt die anderen, die relativ klassisch daherkommen. Wie beim Lagiol, was ja schon 200-300 Jahre alt ist. Ja, ja. Aber ihr habt auch bei denen was Besonderes. Wir drehen das gerade mal. Ja. Beziehungsweise halte ich das mal in die Kamera. Da sieht man jetzt so ein kleines Fachwerkhaus-Emblem. Das ist was wir nur bei Goyon Chazot verwenden dürfen, weil wir uns da das Nutzungsrecht gesichert haben. Und das zeigt das älteste Haus in Thiers, das Maison Pirou. Das ist also ein mittelalterliches Gebäude unter Denkmalschutz, aber ist halt das Wahrzeichen der Stadt. Und weil wir auch wie die Biene auf dem Lagiol oder die Fliege, wer weiß es genau, am Ende der Feder nochmal ein entsprechendes Emblem brauchten, haben wir gesagt, da machen wir als ansässiges Unternehmen aus Thiers das Wahrzeichen der Stadt drauf. Und so nennt sich die ganze Serie auch Le Thiers Pirou. Bei uns. Also das Häuschen Peru. Genau, ja. Ja, das findet, also daran kann man ein echtes Goyon Chazot erkennen, wenn man so will. Was vielleicht noch interessant ist für zum Thiers insgesamt, die Entstehung. Dadurch, dass es halt Messer gab, die aus allen Ecken der Welt kamen und entsprechend viel Diskussion verursacht haben, haben, als das kreiert wurde, die Schmiede aus Thiers in der Zunft gesagt, wir sind eigentlich blöd. Es gibt in Frankreich in jeder Region ein eigenes Messer. L'Issoire, L'Aurillac, Lagiol, egal welches, nur in der eigenen Region haben wir keins. Ja. Und das war dann der Moment, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir mal dringend das ändern. Und so haben die sich halt zusammengesetzt, haben ein Design vorgegeben und die ganze Qualitätsanforderung definiert. Das ist also jetzt ein geschütztes Messer. Das kann der Chinese also nicht einfach nachmachen. Kann er schon, aber er dürfte nicht. Da muss auch immer der Absender draufstehen. So wie bei uns hier jetzt draufsteht, Le Thiers par Goyon Chazot, muss da immer auch ein anderer Schmied darf sich da auch natürlich dann eintragen. Aber wenn da eins kommt, Le Thiers par Kubesch in Fulda, dann würden die in Thiers sagen, würde ich nie machen. Packen wir jetzt gleich in den Schredder. Wenn, dann packe ich da hinten unseren Dom drauf. Bei allem Know-how vom Freund Kubesch, das würde jetzt in Thiers nicht durchgehen. Das ist noch als Hintergrund vielleicht ganz interessant. Weil das ist ja auch gerade das, was wir vermitteln wollen, halt, wo kommt die ganze Sache her, wie funktioniert es? Ja. Einfach nur Bildchen hochladen oder Filmchen darüber. Das macht es ja gerade interessant, wenn man dann die Inhaber kennt, beziehungsweise die dort arbeiten und das Ganze etwas mehr definieren kann. Das Wichtige dahinter ist halt, dass man, also man kann jetzt als Deutscher sagen, es ist auch typisch französisch, dass man was kreiert, was nur in der Gegend gemacht werden darf und wo nur die Großhändler, die Holzhändler das Heftmaterial liefern können, obwohl es irgendwie ein Ebenholz ist. Kann man leicht mal sagen, ist ja typisch chauvinistisch-französisch.
und Protektionismus pur. Aber der Grundgedanke dabei ist, halt die Region auch zu fördern und auch zu schützen. Weil das Schlimmste, was passieren kann im Messehandwerk, ist, dass man das Know-how verliert. Das ist ja das, was bei uns die Geschichte ist. Ne? Es kommt ja nichts mehr nach. Solingen hat Probleme, Fachkräfte zu kriegen, weil keiner mehr den Beruf lernt, weil eben ja keine Sicherung da ist im Sinne von, dass ich sagen kann, okay, ich brauche keine Angst haben, dass ich irgendwie wegrationalisiert werde wegen Globalisierung und so weiter und so fort. Wenn ich das habe, dann wird auch keiner mehr das Handwerk richtig lernen und das Handwerk hochhalten, weil er ja genauso ersetzbar ist wie, wie einer, der nichts gelernt hat. Am Ende durch eine Maschine. Ja. Und ein schönes Messer lebt halt einfach auch von dem, was der Handwerker mit reinlegt. Ja. Da ist, und in Frankreich ist ja die Zunft des Messermachers, Messerschmieds, wenn ich das vergleiche zu Deutschland, noch wahnsinnig stark vertreten. Also da habe ich ja noch jede Menge Leute, das habe ich ja in Deutschland nicht. Ja. Aber es wird auch immer schwieriger, da Nachwuchs zu finden. Und entsprechend sinnvoll finde ich es dann am Ende des Tages, dass man sagt, wir schützen sowas. Ja. Und im Tier ist es wirklich perfekt sonst gemacht. Sonst geht einfach zu viel verloren und es kommt zu viel vom Computer gesteuerten Maschinen und nicht mehr mit Leib und Seele gemachte Teile. Ne? Ja. Dann haben wir ja noch auch eine schöne Neuheit, die ich schon gesehen habe. Natürlich wieder französisch, ein Kellnermesser, aber mal in einem anderen Stil, nicht mit der kurzen Klinge, sondern mit der langen. Und mit einer ganz tollen Verpackung, wie ihr gleich sehen werdet. Da haben wir das schöne Set. Also jedes Messer kommt, glaube ich, mit so einer schönen... Ja, mit der Gürteltasche. Ledertasche. Ein richtig schönes, weiches Leder. Weil man sowas ja auch mal ganz gut schenken kann, halt mit einer Geschenkschatulle, die Assoziation zum Wein weckt. Heißt, es ist ein echter Kork gemacht und ist dann schon der Zylinder, wo man die ganzen, alle drei Sachen drin wiederfindet. Richtig heißt hübsch. Das Messer, das Etui und eine kleine Beschreibung, die den Namen erklärt. Mhm. Das Modell heißt Saint Vincent und Vincent ist der Schutzpatron der Weinbauer in Frankreich. Okay, also das Pendant zum, Bacchus. Genau, ja. Ja. Sehr schönes Modell. Die Besonderheit ist eben, dass man ein vollwertiges Taschenmesser hat und im Bereich Korkenzieher auch wirklich einen amtlichen Korkenzieher. Ja, der ist sehr lang, ne? Geschmiedet, gehärtet und mit 5 Windungen. Also das ist nicht so ein kleines Miniteil, wo dann schon mal der Korken hängen bleibt. Und das Ganze noch mit einer Stütze, damit der Korken auch richtig professionell gezogen werden kann. Gibt es in unterschiedlichen Holzausführungen. Die schönste ist wirklich hier mit Pappelholz oder für Choristen in einer Volledelstahlausführung. Ja, also das waren auch so die zwei, die mir am besten gefallen haben, muss ich ehrlich gestehen. Weil man hat ja nicht so viel Holz und dann braucht man schon was, was entweder sehr fein strukturiert ist oder halt es wirkt sehr langweilig dann. Ne? Wie liegen wir da preislich? Das kostet dann je nach Ausführung so um die 250 Euro. Und ist halt auch dann Manufakturfertigung. Jawohl, das muss man immer dazu sagen. Es ist jetzt kein Schnäppchen, das ist wirklich handwerkliche Herstellung. Und was bei hier dem Teil ist, das auch nochmal besonders aufwendig ist, ist, dass man so einen Heber speziell für die Schmiede hergestellt hat. Sowas gibt es nicht auf dem Markt, was man mal eben irgendwo schnell aus einer Schublade ziehen kann, ist speziell angefertigt. Ja, gut, dann passenden kriege ich da nur, wenn ich einen Standard Sommelier mache, wie es jeder hat. Genau, ja. Und das haben wir ja hier nicht. Ja. Kommen wir zu der neuen Firma, die Sie aufgekauft haben, übernommen haben, weiterführen, das Vermächtnis weiterleiten, wie auch immer man es nennen möchte. Am liebsten sage ich vor dem Verschwinden und Untergang geschützt haben. Okay. Das ist auch eine interessante Geschichte. Die Firma heißt Doris Chastel und ist ein Traditionsunternehmen, gegründet in den 40er Jahren, im letzten Jahrhundert, die sich auf Multifunktionsmesser spezialisiert haben, in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Funktionen logischerweise. Und das ist ein Ehepaar, was jetzt ins Rentenalter gekommen ist, die das auch hätten einfach so einschlafen lassen. Und Magali und Vincent, die Inhaber von Guyon Chazot, haben gesagt, das
darf jetzt nicht stattfinden, dass noch mehr Know-how verloren geht und Savoir-faire, wie der Franzose sagt, und haben halt die Firma und das Know-how übernommen. Und so ist jetzt bei Guerlain Chasseaux noch eine neue Produktserie entstanden, unter der Marke Doris Chastel. Und da wiederum gibt es zwei Linien, Le Pionier, das gibt es in drei Ausstattungen als einfaches Messer mit zwei oder mit drei Funktionen. Und das Wichtigste dabei ist, es halt wirklich ein handgemachtes Multifunktionsmesser. Das muss man natürlich bei dem Multifunktionsmesser sagen, weil heute denkt ja jeder bei Multifunktionsmesser an eine Zange, Klappzange und all dem Schnickschnack. Nee, wir reden dann hier, wie wir das bezeichnen würden, als klassisches Taschenmesser mit Korkenzieher, Kapselheber, zwei Klingen und solchen Sachen. Also jetzt nicht in Bezug auf die heutigen Tools bitte zu sehen. So, und ich schwenke euch jetzt mal runter und ich schaue uns auch mal etwas näher an. Also das ein Stück, die Variante ist halt wirklich das einfache Taschenmesser in der schönen traditionell französischen Form mit einem 12 C27 Sandvik-Stahl. Dann gibt es das in der Hornvariante nochmal. Das ist Rinderhorn in dem Fall. Und ich glaube, du hattest das gesucht. Oder, ja, genau. Das war es dann. Mit zwei Funktionen. Die zweite Funktion ist dann der manchmal unverzichtbare Korkenzieher. Oder mit der dritten Funktion. Ich tue das mal weg, dann hast du Platz. Das nochmal hier hinlegen, ja. Da ist dann nochmal ein Dosenöffner beziehungsweise ein Flaschenöffner dabei. So. Ah ja, der Kombi, die Kombi-Variante, Flaschenöffner, Kombi. Dosenöffner. Ja. Auch hier richtig schön ausgeschliffen, fast wie eine kleine Klinge. Also da wird es bei der Dose relativ leicht funktionieren. Ja. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem traditionell deutschen Bauernmesser, wie ich dazu immer sage. Mhm. Bin ich jetzt bestimmt wieder geschimpft. Aber ist schon okay. Das war das, was bei uns die Landwirte immer gekauft haben. Ja. Diese ja. einfache Form, so wie das hier, ist dem ein bisschen angelegt und hat ja auch ein bisschen die Verbindung zum Lagiol mit dem Klingenform. Mit dem Buckel auf der Klinge, genau. Ja. Sehr ja. schön. Also die haben wir jetzt auf der Messe vorgestellt und das, die Resonanz ist echt gut, muss man sagen. Ja. Weil die Leute echt schätzen, dass das halt kein industriell hergestelltes Multifunktionsmesser ja. ist, sondern handwerklich und trotzdem alles gut funktioniert und ineinander klappt. Ja. Was da nicht preislich, wie liegen wir da? Da liegt man so rund um die 100 Euro, also von 90 Euro aufwärts, je nachdem nach Ausstattung und Holz oder und das teuerste? Heftmaterial. Das teuerste beim Pionier so 160 Euro grob. Auch je nachdem, was für ein Holz oder Beschadigung. Genau, ja. ja. Jetzt haben wir hier noch die ich sag mal, Nobel-Serie liegen. Die so ein bisschen in Richtung Schweizer Taschenmesser geht oder das, was wir auch kennen von der Firma Hartkopf aus Deutschland, aber halt ein etwas anderer Stil, wie das so üblich ist bei den Franzosen. Ne? Ja, und vor allem mit einer langen Tradition. Also da geht es um die Marke Doris Chastel nochmal, wie wir vorhin schon kurz gesehen haben. Wir uns jetzt auch nochmal näher an. Da haben wir die guten Stücke liegen, auch mit verschiedenen Beschalungsmaterialien, Pistazie, Korn Blonde, Hirschhorn, dann nochmal geflecktes Rinderhorn. Ja. Und halt auch mit den verschiedenen Funktionen. Ne? Also hier das blanke, freie Messer, hier haben wir es nochmal mit Korkenzieher, wie hier aufgeklappt. Und das ist ja dann quasi die größte Variante mit Klinge. Flaschenöffner mit Dosenöffner, Entschuldigung, kleine Klinge, Schraubenzieher, das finde ich recht pfiffig. Durch diesen kombinierten Flaschen-Dosenöffner haben wir hier dann nochmal einen richtigen Schraubenzieher, Friem und ein sehr schöner und sauber gearbeiteter Korkenzieher mit einer schönen Seele. Man achtet drauf, fünf Windungen. Das fünf Windungen, ja. In dem Bereich dann schon eher selten. Richtig, ja, ja. Und damit ist schon fast alles gesagt. Der Rest, und die kommen alle in so einem Leder-Etui? Ja, die kommen alle in einem kleinen Leder-Etui, dass sie gut geschützt sind und in der... In so einem. Und auch, glaube ich, die Serie vorher auch, die wir uns angeschaut haben. Ne?
Also alles, was von der, helfen wir mal bei der Aussprache, Doris Chastel kommt, ist also dann mit dieser Lederscheide. Jawohl. Preislich 80 bis 200 Euro ungefähr. Je nach Ausführung, Beschalungsmaterial und Bestückungen. Ja. Dann kommen ja da angeblich auch noch mehr Modelle im Laufe der Zeit, weil die hatten ja ein bisschen mehr und ihr müsst das Ganze erst bei euch implementieren. Die Abläufe, die Materialien. Also, ja, also Doris Chastel ist wirklich bekannt dafür bei Kennern, dass sie da eine ganz große Auswahl hatten in verschiedenen Längen und in verschiedenen unterschiedlichsten Funktionen. Für Goyon Chazot ist das Multifunktionsmesser jetzt echt eine neue Aufgabe. Ja. Und da sagt man, wir machen Stück für Stück möglichst das ganze komplette Programm mal wieder, aber das wird lange dauern. Na, ist klar, man muss sich einarbeiten und man will ja auch eine gewisse damit Qualität alles, abliefern. Genau, damit alles richtig läuft und nicht irgendwie dann plötzlich zu schnell zu viele Varianten gekommen sind. Also über die nächsten Jahre lohnt es sich immer mal zu gucken, was kommt als nächstes oder wir was ist neu. Wir halten euch ja auf den Lauf. Machen wir. Ja. Helfen wir gerne mit. Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bedanke mich hier für das tolle Video, für die Unterstützung und vergesst nicht, abonnieren und liken, falls ihr das nicht gemacht habt. Bis dann. Ciao.